Der Zug nach Neapel über Brenner Florenz steht auf Gleis 11 bereit. Wie alt ist sie denn ungefähr? Naja, ich weiß nicht, wie alt, vielleicht so 10 oder 11. Mir fiel nur auf, sie fragte immer, fährt der Zug nach Italien? Hat sie was um den Hals hängen gehabt? Ich meine, so ein Zettel, wo ihr Name draufsteht und wo sie hin will? Nein, gar nichts, gar nichts. Ich fragte sie ja noch, wo willst du denn hin in Italien? Italien ist groß. Aber da sah sie mich an, als hätte sie mich überhaupt nicht verstanden. Na ja, und jetzt soll sie da drin sein? Ja, hier, auf dem Zug. Na ja, dann schauen wir mal rein. Ja. Hat sie was dabei gehabt? Ein Koffer oder sowas? Nee, ich sag doch gar nichts. Na ja, mit 11, 12, da fahren die schon. Die fahren ja nach Italien. Haben Sie ein kleines Mädchen gesehen, so 11, 12? Mit einer blauen Jacke? Nein. Also wenn Sie mich fragen, da stimmt was nicht. Ein Blick hatte die, als ob sie nicht ganz da wäre. Betrunken? Nein, das will ich nicht sagen. Ja, mit 11 oder 12, da machen die schon alles möglich heutzutage. Entschuldigung, haben Sie ein kleines Mädchen gesehen, so 11, 12? So mit einer blauen Jacke? Ja, im Abteil da vorne. Ja. Danke. Das ist sie. Wo willst du denn hin? Bist du allein? Hast du eine Fahrkarte? Verstehst du mich nicht? Hast du eine Fahrkarte? Du kannst doch nicht einfach nach Italien fahren. Wie heißt du denn? Verstehst du, was man dich fragt? Vielleicht versteht's gar nicht Deutsch. Sag mal, wie du heißt und wo du wohnst. Zieh doch mal die Jacke aus. Die Jacke, warum? Komm. Komm, wir gehen mal nach nebenan. Ziehen wir dies auch mal aus. Um Gottes Willen. Wie heißt du? Ilse Kempe. Und wo wohnst du? Du brauchst keine Angst zu haben, es passiert dir nichts. Hab keine Angst. Macht er nicht auf? Ist er denn zu Hause? Wie spät haben wir denn? Ja, 12. Da ist er noch nicht auf. Da schläft er noch. Und den wecken sie auch nicht. So nicht, mit dem bisschen Klopfen nicht, weil er noch betrunken ist. Was hat er denn angestellt? Ja, seine Tochter war auf dem Bahnhof. Welche? Die ältere? Ilse heißt sie. Ah, fängt die auch damit an? Was? Wie viele Kinder hat er denn? 4. Aha. Auf dem Bahnhof?
Was wollte die denn auf dem Bahnhof? Sie wollte nach Italien. Das ist wohl ein Witz. Nach Italien. Die können sich ja nicht mal eine Fahrt am Tegernsee leisten. Das Kind hat am ganzen Körper blaue Flecken. Ja, weil er sie verprügelt. Das kriegen die da statt Mittagessen. Die Polizei kümmert sich mal wieder um Herrn Kempe. Wollen Sie da rein? Der wacht nicht auf. Soviel ich weiß, schließt er nie ab. Hallo, Herr Kempe. Herr Kempe! Was ist? Was ist denn los? Ja, was ist? Da liegt der Tote in der Wohnung. Erschlagen, Chef, mit diesem Schürhaken. Schädelbruch. Tatzeit heute Morgen ist noch keine Leichenstarre eingetreten. Was ist denn ein Mann? Hilfsarbeiter, aber er hat nicht gearbeitet. Ja, sagen die Nachbarn. Sie wissen, wo ich bin. Ziemlich schlimme Verhältnisse hier, Chef. Die Frau geht auf den Strich, hat vier Kinder. Das eine Kind, die Ilse, wohnt hier. Die anderen drei sind auf die Verwandtschaft aufgeteilt. Wo ist denn die Frau? Die ist noch gar nicht nach Hause gekommen. Die kommt oft tagelang nicht. Ich lasse gerade feststellen, wo sie sein könnte. Und wo ist das Kind, das nach Italien wollte? Dann eben. Wer sind Sie? Mein Name ist Jensen. Ich wohne hier im Haus. Großer Keller. Ich habe mich um das Kind gekümmert, weil die nette Polizistin musste wieder zurück. Und es war niemand da, der bei dem Kind blieb. Ist das Kind, das am Hauptbahnhof aufgegriffen wurde? Ja. Warum wolltest du nach Italien? Daran bin möglicherweise ich schuld, Herr Kommissar. Ich erzählte ihr, wie schön es in Italien ist. Es muss einen großen Eindruck auf sie gemacht haben. Als ob sie nur nach Italien fahren müsste. Und alles wäre anders. Schöner. Sie kennen die Verhältnisse hier. Unübersehbar, Herr Kommissar. Und unüberhörbar. Wo kann ich Sie sprechen? Ach, Sie meinen, das Kind sollte nicht hören, was Sie mich fragen. Mhm. Welche Rücksichtnahme? Aber die braucht dieses Kind nicht. Dieses Kind weiß alles. Wir brauchen nicht hinter vorgehaltener Hand darüber zu reden, was hier los ist. Der Vater, ein Säufer. Die Mutter geht auf Strich. Kinder, um die sich keiner kümmert. Die man nur ab und zu weinen hört. Schreien tun sie nicht, wenn sie geschlagen werden. Das dürfen sie nicht. Wehe, wenn sie schreien. Ein bisschen weinen ist erlaubt. So viel, dass es dem wohl tut, der schlägt. Denn der will ja auch seinen Spaß haben. Entschuldigung, Herr Kommissar. Ich frage mich manchmal, warum ich mich eigentlich aufrege. Ich bin Seemann, 60. Ich weiß doch, wie es in der Welt zugeht. Das hier ist doch nichts Neues. Wenn Sie die Zustände gekannt haben, warum haben Sie sich nicht an das Jugendamt gewendet? Habe ich, Herr Kommissar, habe ich. Die anderen drei sind ja auch weg, bei Verwandten. Die haben es jetzt gut. Nur die Ilse. Wo wohnen Sie in diesem Hause? Im dritten Stock. Sind Sie noch berufstätig? Nein, ich bin Rentner. Verheiratet? Meine Frau ist gestorben. Ich lebe allein. Waren Sie heute Morgen zu Hause? Ja, ich war zu Hause. Mal kurz Milch holen, Zeitung holen, aber nicht sehr lange. Haben Sie irgendwas gesehen oder gehört? Nein.
Du heißt Ilse, ja? Hör zu, Ilse. Was ist heute Morgen passiert? Was passiert ist, sehen Sie doch. Einen Riemen hat er genommen. Woher wissen Sie das? Sie erzählt mir doch alles. Er kam heute Morgen nach Hause. Betrunken. Und ärgerte sich, dass er seine Frau nicht vorfand. Nicht, weil er Sehnsucht nach ihr hatte. Frühstück wollte er haben. Da hat das Kind ihm Frühstück machen müssen. Das ging ihm nicht schnell genug. Da hat er sie verprügelt. Das hat Ihnen das Kind erzählt? Ja, das hat sie mir erzählt. Stimmt das? Du weißt nicht, wer deinen Vater umgebracht hat? Entschuldigung, Chef. Wir haben die Mutter gefunden. Die Frau, Chef. Die reagiert kaum. Wie sieht denn die Küche aus? Das kriegt man ja gar nicht wieder weg. Kriegt man das wieder weg? Wo ist denn die Ilse? Bitte. Was machen Sie denn hier? Ich bin wegen Ilse hier. Muss ja einer sein, der sich um das Kind kümmert. Wenn Sie das schon nicht tun. Hey, wie kommen Sie mir vor? Kümmern Sie sich um Ihre Sachen, nicht um die von anderen Leuten. Los, raus hier! Das ist mein Schlafzimmer. Na, wo Sie Ihr Schlafzimmer haben. Los, türmen Sie. Das ist immer noch meine Wohnung, meine! Verschwinden Sie! Bin schon dabei, Frau Kempe. Verabschiede mich schon. Sitzt hier auf meinem Bett. Wieso kommt er hier rein? Hat der Kerl dich angefasst? Frau Kempe, Ihre Tochter ist heute Vormittag auf dem Bahnhof aufgegriffen worden. Sie wollte nach Italien. Italien? Ja. Was soll der Unsinn? Und was machst du auf dem Bahnhof? Ich habe dir gesagt, du bleibst hier in der Straße. Warum tust du nicht, was ich dir sage? Auf dem Bahnhof. Dir werde ich helfen, auf den Bahnhof zu gehen. Das Kind ist heute schon geschlagen worden. Robert, ja. Komm, bring das Kind weg. Wo waren Sie heute Nacht? Ich rede nicht, so wie ich aussehe. Sehen Sie nicht, wie ich aussehe? Ich muss mich kennen. Ja, dann kennen Sie sich. Also, wo waren Sie? Ich bin noch nicht fertig. Gut. Dann sagen Sie mir, wenn Sie fertig sind. Muss ich denn unbedingt in diesem Bett schlafen? Ich habe also nicht da geschlafen. Nein, zufällig mal nicht. Also, wo? Irgendwo. Spielt das eine Rolle, wo? Ja, Sie brauchen nämlich einen Zeugen, wo Sie heute Nacht oder besser gesagt heute Morgen waren. Einen Zeugen? Ja, Ihr Mann ist heute Morgen zwischen 8 und 9 mit einem Schürhaken erschlagen worden. Mit einem Schürhaken? Brannte der Ofen? Nein, der brannte nicht. Na, dann war ich auch nicht hier. Wenn ich nämlich komme, mache ich gleich den Ofen an. Weil er Frühstück will. Und das mache ich ihm dann. Ich bin mit dem Kerl mitgegangen. Name, Adresse? Mensch, Name und Adresse weiß ich doch nicht. Aber wenn Sie den Typ sehen wollen, ich kann Sie hinführen. Wiederfinden tue ich den schon. Die Eltern von Frau Kempe sind da. Und ihr Bruder. Was wollen die denn hier? Die sollen verschwinden! Ich will die nicht sehen! Die können von mir aus abhauen. Will sie nicht rauskommen? Nein, sie will sie nicht sehen. Sie will uns nicht sehen. Ich wollte dir doch nur gratulieren. Gratulieren? Dass der Kerl los ist, endlich los ist. Ich weiß nicht, wer Kempe umgebracht hat, aber wenn Sie den haben, dann sagen Sie mir Bescheid, dann spende ich was für den Anwalt. Das ist meine Meinung. Kann jeder hören.
Wir sind auch nur gekommen, um die Ilse mitzunehmen. Die anderen Kinder haben wir ja schon. Wie alt sind denn die anderen Kinder? Die Bärbel, die habe ich, die ist 12. Die anderen beiden sind bei meinen Eltern. Der Horst ist 8, der Sigi 6. Wo ist denn die Ilse? Die ist bei Herrn Jensen oben. Das ist der im dritten Stock. Da gehe ich mal rauf. Oder hat irgendjemand was dagegen? Nein. Chef, wir haben die Kleine noch nicht vernommen. Doch, das habe ich schon getan. Nichts dagegen, wenn Sie das Kind mitnehmen. Sie will uns nicht sehen? Lisbeth? Lasst mich in Ruhe! Ihr sollt mich alle in Ruhe lassen. Wir nehmen das Kind mit, Lisbeth. Macht doch, was ihr wollt! Ist mir doch egal. Sie kommt schon zu sich. Mit Gewalt ist bei ihr nichts zu erreichen. Sie kommt schon. In der Wohnung kann sie ja nicht bleiben. Ja, sie war hier oben. Aber dann hat sie ihre Geschwister gesehen. Durch das Fenster. Auf der Straße unten. Ich danke Ihnen, dass Sie sich um die Ilse gekümmert haben. Aber ich bitte Sie, wenn ich vorbeiging, an der Tür unten, und weinen hörte. Ich kann nun mal kein Kind weinen hören. Es ist, als ob die Welt weint. Was für ein Spinner sind Sie denn? Ich meine nur, Chef, warum haben Sie das Mädchen nicht verhört? Gut, dass es verprügelt worden ist, das kommt öfter vor. Aber dass das Kind heute Morgen zum Bahnhof gelaufen ist, das lässt doch darauf schließen, dass... Ja, also irgendwas weiß das Kind. Ja, aber ich kann doch kein 11-jähriges Mädchen verhören wie sonst jemand. Kannst du das? Alles rausholen aus einem verprügelten Kind? Außerdem wäre diese Aussage sowieso nichts wert vor Gericht. Schon gut, Chef. Mein Gott, ich fress ja auch keine kleinen Kinder. Ja, ist gut, ich bleib am Apparat. Was hat er denn eigentlich? Wenn ihm was an die Nieren geht, reagiert er immer so. Du sag mal, Robert. Ja? Das Kind hat doch noch gar nicht ausgesagt. Er sagt, er hat mit ihr gesprochen. Glaubst du das? Er ist vorbestraft. Er scheut sich davor. Er hat es bestimmt nicht getan. Und wenn wir mit der Sache weiterkommen wollen, dann müssen wir uns das Mädchen vornehmen. Ich verbiete jedem, das Kind mit irgendwelchen Fragen zu quälen. Ja, danke. Dankeschön, ja. So, bitte, was ist los? Die lassen ihn doch andauernd hängen. Also, ich habe Folgendes. Kempe ist vorbestraft. Dreimal. Mhm. Zweimal wegen Diebstahl, einmal wegen Körperverletzung, so eine Kneipenschlägerei. Richtig. Und die Frau? Na, die ist nicht registriert. Ja, das ist mehr eine Amateurnote, irgendwie so eine Lymphomanin, die nicht genug kriegt. Sagt der Wirt. Ja, der geht's gar nicht mehr ums Geld, die macht's auch für eine Tasse Kaffee. Rehwein, mach mir auch eine Tasse Kaffee. Ja, was weiß er denn über den Mann? Über Kempel? Naja, von dem rede ich ja die ganze Zeit. Ja, den kennt er ja gut. Der ist der Stammgast, der hängt da andauernd rum und besäuft sich. Und der Wirt sagt, wenn er kein Geld hatte, dann hat er sich von Lisbeth alles bezahlen lassen. Auf ihre Weise. Ja, und der hatte überhaupt nichts dagegen, wenn seine Frau mit Männern mitging, die vorher für ihn Schnaps spendiert hatten. Ja, hat der Kempe Schwierigkeiten mit irgendwelchen Leuten? Ja. Nichts, was aktuell ist. Kempe hat die ganze Nacht rumgelumpt, von einem Lokal ins andere, dann ins Frühlokal. Das lässt sich alles ganz gut verfolgen. Er kam nach Hause, betrunken wie immer, und er war allein. Hat ihn jemand gesehen? Ja. Ein gewisser Kronberger, ein Straßenbahner, der zum Dienst ging. Der sagt, Kempe kam nach Hause und er war allein. Geht er so rauf? Oben ist niemand, nur das Kind. Er fragt nach der Mutter, denn schließlich will er ja frühstücken. Ja, und da ist eben die Lücke, Chef. Ich meine, so empfindlich ist das Kind ja nun auch nicht. Die ist doch allerhand gewöhnt. Oh,
Das sage ich Ihnen gerne. Alles, was es da zu sagen gibt, das können Sie von mir hören. Wissen Sie, ich habe Glück gehabt mit meiner Ehe. Wir verstehen uns, meine Frau und ich. Meine Schwester hat dieses Glück nicht gehabt. Sie ist an einen Schweinekerl geraten. Jawohl, an einen Schweinekerl. Hören Sie mal, Ihre Schwester hat aber wirklich nicht den besten Ruf. Weiß ich genau, dass sie mit jedem Kerl mitläuft. Aber ich sage Ihnen, wenn eine Frau das tut, ist der Mann schuld. Meine Schwester ist ganz in Ordnung. Bisschen wild war sie immer. Stimmt. Aber was aus ihr geworden ist, das ist sein Werk. Dieser Mann war ein Unglück für meine Schwester, Erna. Ja, du hast recht. War er ein Unglück für Lisbeth? Ja, ich sag doch, dass er das war. Das ist reiner Unglück, sage ich Ihnen. Sie haben die Bärbel zu sich genommen, die Älteste. Lassen Sie sich mal von mir erzählen. Die kann ich raufholen. Nein, lassen Sie nur. Wissen Sie, ich habe die Bärbel mal auf der Straße gesehen. Hallo, sagte ich, Bärbel. Das Kind zitterte am ganzen Leib. Was ist denn los? Sag ich, die Streifen am Hals. Was hast du denn da? Da sagte sie, das ist von dem Strick. Von was für einem Strick? Ihr Vater. Ihr eigener Vater hat ihr einen Strick umgelegt, nur weil sie mal zu spät von der Schule nach Hause gekommen war. In den Ofen angebunden. In der Küche, wie ein Hund. Musste da schlafen. Boden hocken. Strick um den Hals. Habe ich das Kind an der Hand genommen? Bin zu Kempe hin. Rein ins Haus. Auf. Weiß das die Lisbeth? Mensch, lass mich doch in Ruhe. Weiß das die Lisbeth? Die hat ihn doch besorgt. Das glaube ich nicht. Warum kommst du nicht raus? Dass dein Bruder hier ist, das hörst du doch wohl. Was ist los? Was willst du denn? Du hast einen Strick gekauft? Für die Bärbel? Geht dich das was an? Ist das dein Kind? Sie ist von der Schule nicht nach Hause gekommen. Ist rumgelaufen. Bei mir fing das auch an, als ich 12 war. Glaubst du, die Bärbel hat das im Kopf, was du im Kopf hast? Ach, hau doch ab! Im Kopf hat man das nicht. Weißt du nicht, wo man das hat? Da haben Sie die Bärbel zu sich genommen. Ja, da noch nicht, das kam erst später. So einfach geht das ja nicht. Ich erzähle das überhaupt nur, damit Sie sehen, was für ein Mann das war. Ein Unglück. Ein Unglück für meine Schwester. Was sind Sie vom Beruf, Herr Mallott? Maurerpolier. Beschäftigt? Ja, bei uns geht's noch. Wann sind Sie denn gestern Morgen losgegangen? Oder sind Sie gefahren? Ja, als Polier haben Sie ja wahrscheinlich ein Auto, ne? Ja, ein Auto. Also, um wie viel Uhr? Gegen 7, warum fragen Sie? Und wo liegt Ihre Baustelle? In der Ungererstraße. Wollen Sie wissen, wo ich gewesen bin, gestern Morgen? Ja, ist eine reine Formsache. Kommen Sie vielleicht auf den Gedanken, dass ich ihm eins über den Schädel gegeben habe? Hast du gehört, Erna? Ja, ich höre ja zu. Ich höre ja die ganze Zeit zu. Nee, also... Da haben Sie Pech gehabt. Es tut mir leid. Da kann ich nicht mit dienen. Tag. Bist du jetzt hier bei deinem Onkel? Du musst nicht mehr weglaufen. Nein? Gut. Sie denken, es holt Sie jemand? Ja.
Sie wissen genau Bescheid. Darauf warten Sie ja, dass jemand kommt und sagt, der da oder den da. Ja, glauben Sie mir, das wissen die Tiere. Und sie benehmen sich sofort ganz anders, weil sie raus wollen. Sie haben zwar ihr Futter hier, haben ihre Pflege, aber das reicht nicht. Nein, das reicht für niemanden. Für Tiere nicht und nicht für Menschen. Herr Mallott, können wir hier irgendwo anders miteinander sprechen? Ja, bitte. Kommen Sie nur. Herr Kommissar. Ja, guten Tag. Na, bitte kommen Sie. Danke. Es ist ein bisschen eng hier, aber für uns alte Leute reicht es. Ne, und die Kinder sind ja sowieso den ganzen Tag draußen. Sie leiten hier das Tierheim, ja? Leiten? Nein. Ich bin einer von den Pflegern. Wir sind vier. Der Leiter ist Dr. Schmidt. Aber der ist im Moment nicht da. Wir haben die Wohnung hier bekommen, weil ja auch nachts jemand da sein muss. Und wir brauchen keine Miete zu zahlen. Bitte. Dankeschön. Die Kinder Ihrer Tochter sind Ihnen vom Jugendamt zugewiesen worden? Ne? Ja, der Horst und der Sigi. Wann war das? Vor einem halben Jahr. Da kamen die Bärbel zu meinem Sohn und die Jungs kamen zu uns. Wo sind sie denn, die Jungs? Na, draußen. Sind beide draußen. Sie sind sehr nette Jungen, liebe Jungen. Und sie hatten es nicht leicht. Ihr Vater... Ach, Vater, ist er das? Aber davon müssen wir jetzt nicht reden. Es ist nicht ganz sicher, dass Kempe der Vater ist. Er bestreitet es. Das heißt, wenn es ihm passt, bestreitet er es. Aber er kann auch ganz anders sein, wissen Sie. Ich war mit den Leuten vom Jugendamt da, die Kinder abzuholen. Machen Sie auf, Herr Kempe, wir wissen, dass Sie da sind. Wollen Sie, dass wir mit der Polizei zurückkommen? Wir wollen die Sache doch ohne Aufsehen erledigen. Werden die Kinder abgeholt? Na, endlich. Was wollt ihr? Mir meine Kinder wegnehmen? Seien Sie vernünftig, Herr Kempe. Es ist alles vom Gericht geprüft und entschieden worden. Lass mir meine Kinder nicht wegnehmen. Machen Sie uns unsere Aufgabe nicht schwerer, als sie ist. Sie können mir doch die Kinder nicht wegnehmen. Wie kommen Sie dazu? Wo ist denn die Mutter? Also vom Gericht entschieden, auf den Richter pfeife ich! Lisbeth! Das ist eine Schweinerei, wenn ich Arbeiter bin! Weswegen denn? Nur ein bisschen prügeln, das hat doch niemand geschadet! Lisbeth! Warum kommst du denn nicht? Ich Arbeiter bin! Steh doch auf, Lisbeth! Die Kinder werden geholt. Sie soll den Kindern die Sachen packen. Hat sie das noch nicht getan? Ob du die Sachen schon gepackt hast? Du hast doch gewusst, dass die Kinder heute Morgen geholt werden. Ja, sie steht nicht auf. Jetzt hören Sie mal. Wir haben hier einen richterlichen Beschluss durchzuführen. Wollen Sie den Kindern keine Wäsche mitgeben? Schuhe, Kleidung, Spielsachen? Aber die haben sie wohl nicht. Die haben Spielsachen. Haben Sie gesagt, Sie haben keine? Die haben welche. Bärbel! Zeig den Leuten deine Spielsachen! Sigi Horst! Wo habt ihr eure Spielsachen? Wie kommen Sie darauf, dass Sie keine Spielsachen haben? Wenn Sie nicht genug haben, dann weil Sie sie kaputt machen. Die machen doch alles kaputt. Soll man denen noch verschenken? Ach, machen Sie doch, was Sie wollen. Es war ein schlimmer Augenblick für meine Tochter. Ja, Sie müssen immer bedenken, dass sie ja meine Tochter ist.
Ich konnte verstehen, dass sie wütend war. Aber ihn, den Kempe, den verstand ich nicht. Der saß in der Küche auf einem Stuhl und weinte. Ach, weinte, weinte. Dem läuft doch höchstens der Schnaps aus den Augen. Nein, nein. Zuerst dachte ich das auch. Aber der war in einer Verfassung, die ich noch nie an ihm bemerkt hatte. Ja, weil die Kinder nicht mehr zum Prügeln hatte. So will ich das nicht sagen. Es kam nämlich noch zu einem schlimmen Streit mit dem Herrn Jensen, der auf der Treppe stand. Ganz plötzlich drehte sich nämlich Kempe um. Sie haben uns was eingebrochen! Ich? Wieso denn ich? Schlage ich Ihre Kinder? Das besorgen Sie doch. Das besorgen Sie ganz allein. Das ist doch das, was Sie können. Sie haben immer die Anzeigen gemacht. Sie sind immer zur Polizei gelaufen. Sie haben nicht ganz Unrecht. Ich werde Ihnen helfen. Ich will sagen, das Schlagen, das an den Kragen gehen, das steckt in ihm. Und das ist doch etwas, das nicht normal ist. Wenn die Beamten nicht dazwischen gegangen wären, hätte er den Mann umgebracht. Und dieser Herr Jensen hat auch die Anzeigen gemacht. Ja, also auch andere Leute. Aber die meisten kamen von ihm. Er hat die Kinder sehr gern gehabt. Ja, das glaube ich. Warum ist denn gar nicht von der Ilse die Rede? Die Ilse hatte einen Ferienplatz bekommen. Und als sie zurückkam, da wollte sie nicht weg. Das ist ein komisches Kind, wissen Sie. Es wollte einfach nicht von zu Hause weg. Gar nicht zu verstehen, nicht wahr? Wer hat Ihnen gesagt, dass Kempe tot ist? Nee, wer es gesagt hat. Und woher wusste es Ihr Sohn? Man hat es ihm gesagt. Irgendjemand. Eine schlechte Nachricht, das schnelle Weine. Mich würde interessieren, die Beziehung zwischen Ihrem Sohn... Und Kempe? Nein, und seiner Schwester. Ja, sehr gut. Sehr gut. Er hat nur sehr gelitten unter der Veranlagung, die sie hat. Es hat ihn sehr gequält. Mein Sohn ist sehr ehrbewusst. Es hat uns alle sehr gequält, welchen Ruf die Lisbeth hat. Ihr Sohn sagte, der Kempe ist ein Unglück für Lisbeth. Sind Sie auch der Meinung? Ja, das ist richtig. Das ist eine Ansicht, die kann ich nur unterstreichen. Ihr Unglück. Das Unglück ihres Lebens. Das regt dich nicht auf. Du hast recht. Wozu? Jetzt ist ja alles vorbei. Ah, Herr Kommissar. Wollen Sie zu... Nein, ich möchte zu Ihnen, Herr Jensen. Zu mir? Ja. Ja, dann bitte. Ja, schön. Sie, dass ich mir mein Frühstück mache. Ja, bitte, selbstverständlich. Aber fragen Sie nur, wenn Sie noch irgendwelche Fragen haben. Es gibt einfach keinen Zeugen. Wie? Sehe ich das richtig? Ja, ja, Sie sehen das vollkommen richtig. Ich frage mich... Entschuldigen Sie, dass ich Sie unterbreche. Nein, nein, bitte sagen Sie nur das, was Sie sagen wollen. Ich frage mich, ob man den Täter tatsächlich einen Mörder nennen kann. Kann man das? Man kann es nicht nur, man muss es. Nehmen wir mal mich. Ah, bitte, nehmen Sie doch Platz. Ja. Ich bin nicht in der Lage, dem Opfer Mitgefühl entgegenzubringen. Wenn das Opfer... auf mein Mitgefühl verzichten muss, dann der Mörder auf meinen Abscheu. Es ist also wegen der Ilse geschehen. Wie meinen Sie?
Sie nehmen doch an, dass der Mord wegen des Kindes geschehen ist. Na ja. Wie kommen Sie eigentlich darauf? Es könnte doch noch andere Gründe, andere Motive geben. Die schließen Sie gleich aus? Für Sie ist es also ganz sicher, dass der Mord an Kempe mit dem Kind zu tun hat? Ja, ja. Also... Das muss doch einen Grund haben. Ich gebe nur meine Meinung wieder. Die wollen Sie doch wissen, oder? Sie glauben also, Kempe ist von jemand umgebracht worden, der nicht länger mit ansehen konnte, wie er sein Kind quält. Kein Grund für Sie? Kein ausreichender Grund? Ich will Ihnen mal was sagen. Es ist noch gar nicht lange her, vielleicht 2 Monate, da sitze ich hier. Das Fernsehen war längst aus. Ich konnte nur noch nicht schlafen gehen. Da hörte ich es wieder. Ich bin nebenan zum Fenster und habe hinausgehört. Der betrunkene Campbell prügelt das Kind wieder. Hat nur noch eins, weil man ihm die anderen weggenommen hat. Und schlägt es. Schlägt es. Und alle Fenster zu. Keiner, der aufmacht. Weinen in der Nacht. Was soll's? Wird schon aufhören. Aber es hörte nicht auf. Da bin ich runter zu dem Kerl. Ich wusste ja, dass der seine Tür nie abschließt. Da bin ich rein. Ilse! Wo bist du? Ilse! Sie saß vor dem Ofen, hockt auf dem Boden. Ich sagte, was machst du denn da? Steh doch auf. Warum gehst du nicht ins Bett? Da sah ich erst, dass er ihr einen Strick um den Hals gelegt und sie an den Ofen gebunden hatte. Ich sagte, mach ihn doch ab. Aber das wollte sie nicht. Sie sagte, das darf ich nicht. Herr Kommissar, das darf ich nicht. Ich bin nicht der Stärkste und deshalb auch nicht der Mutigste. Aber da bin ich reingegangen zu Kempe. Hey, du Kerl, du! Wie kannst du ein Kind so behandeln, so schlagen, so quälen? Was ist denn los? Du Saukerl! Dir selber sollte man eine Trachtprügel geben. Die hättest du verdient. Ein Saukerl bist du. Ein Saukerl. Ein dreckiger Vollpfot. Was? Da sind Sie dann also wieder raufgegangen? Ja. Und haben das Kind sitzen lassen? Eine schlimme Situation. Ja, das war's. Demütigend. Das ist das richtige Wort, Herr Kommissar. Demütigend. Ich ging wieder die Treppe hinauf und hab sie gelassen, wie sie war. Es war demütigend. Und eine Nacht, in der ich nicht geschlafen habe. Sie wissen, wo der Schürhaken ist. Der Schürhaken? Bei Kempes? Er hängt am Ofen. Herr Jensen, vorgestern Morgen haben Sie genau wie heute Milch und Brot geholt. Sind hinuntergegangen an der Tür von Kempe vorbei. Haben Sie da das Kind weinen gehört? Ich habe sie nicht weinen gehört. Das Kind hat blaue Flecken am ganzen Körper. Sie müssen gehört haben, wie Kempe die Ilse verprügelt hat. Nein, tut mir leid. Könnte es nicht sein, Herr Jensen, dass Sie runtergegangen sind und einfach nicht vorbeigehen konnten? Sie sind rein und haben versucht, dem Kind zu helfen. Ja, hat das Kind denn das gesagt? Wenn das Kind das gesagt hätte, hätte es recht gehabt? Mit was für Mitteln arbeiten Sie denn? Wollen Sie mich reinlegen? Wollen Sie mich auf irgendwas festlegen?
Niemand will sie auf irgendetwas festlegen. Doch, das wollen sie. Und sie gebrauchen unzulässige Mittel. Herr Jensen, wir haben einen Mord aufzuklären. Es ist kein Mord. Für mich nicht. Mit mir können Sie, was diese Ansicht betrifft, nicht rechnen. Ich sage nichts mehr. Sie können Fragen an mich richten, wenn Sie wollen. Aber ich werde hier sitzen und frühstücken und Ihre Fragen nicht beantworten. Was wollen Sie dann machen? Nichts, Herr Jensen, wir können Sie hier nicht zwingen. Nur müssen wir Sie überführen, wenn Sie der Mörder sind. Dann tun Sie das mal. So wie es aussieht, hat die Frau ihr Leben nicht geändert. Sie ist jede Nacht unterwegs, geht fast mit jedem Kerl mit. Und der Wirt, von dem ich die ganzen Informationen habe, der meint, ihm sei nur aufgefallen, dass sie hektischer geworden sei. Was meint er damit? Weiß nicht. Was heißt, das weißt du nicht? Er hat es mir nicht erklärt. Ja, aber hast du ihn nicht gefragt? Doch, er meint, dass sie sprunghaft sei, eben einen unsicheren Eindruck mache. Kannst du etwas mit dieser Information anfangen? Ja, es gibt doch ein Bild von der Gemütsverfassung der Frau. Naja, aber was denn für eins? Da sagt irgendjemand ein Wort aus seiner Emotion heraus. Und gibt es wieder mit Emotion. Rehbein. Und gerade Emotionen. Vor denen müssen wir uns in diesem Falle hüten. Okay, Chef, in Ordnung. Hektisch also in Anführungsstrichen. Also ganz sachlich. Was macht diese Frau? Sie hockt abends in der Kneipe, trinkt, hört Musik und wartet darauf, dass sie jemand einlädt. Ich habe mir gedacht, dass Sie mir nachkommen. Ja? Warum? Ich habe sowas im Gefühl. Ich merke sofort, wenn ein Mann denkt, jetzt hinterher. Warum hat Ihr Mann die Kinder geschlagen? Warum? Warum? Was hast du mit ihr gemacht? Ich habe sie an den Ofen gebunden. Du weißt ja warum. Hat sie am Bahnhof gesehen. Die ganzen Kerle herumlungen. Ach, die Ilse doch nicht. Hast du dich gesagt, sie soll nicht vom Hof weg? Von der Straße nicht weg? Und wo ist sie gewesen? Bei den Italienern am Bahnhof. Bei den Ithakern läuft sie rum. Die Ilse doch nicht. Die Ilse doch nicht. Hör auf zu weinen, sonst kriegst du noch eine Ladung! Weint sie noch? Nein, tut sie nicht. Wenn die noch einmal anfängt, dann... Ich sage doch, dass ich nichts höre. Legst du dich nicht hin? Weil ich noch keine Lust habe. Und worauf hast du denn Lust? Ach, lass mich zufrieden. Ah, das tue ich, ja. Bei den Ithakern hat sie das von dir? Von mir hat sie gar nichts. Warum lachst du? Die Ilse ist noch ein Kind. Die denkt an sowas noch nicht. Tut sie nicht, was? Nein, tut sie nicht. Warum legst du dich nicht hin? Warum weint sie nicht mehr? So. Und jetzt hauen Sie ab. Nein. Ich denke gar nicht daran, ich haue nicht ab. Ich setze Sie in den Wagen und bringe Sie nach Hause. Und da bleiben Sie so lange, bis ich Sie morgen abholen lasse. Wozu?
Die Frau Kempe ist jetzt da. Ja, ist gut. Chef. Hm? Wollen Sie mir nicht sagen, was Sie vorhaben? Du bist überzeugt, Robert, dass das Kind den Mörder kennt. Das sage ich die ganze Zeit. Aber Sie wollen das Kind ja nicht verhören. Der alte Herr Jensen war sehr nett zu dem Kind. Wollte es trösten und nicht allein lassen. Auch der Bruder von Frau Kempe war sehr nett und hat es bei sich aufgenommen. Wir laden die Frau Kempe jetzt in den Wagen und fahren los. Komm. Die Ilse soll runterkommen? Warum denn? Wozu denn? Der Kommissar möchte Sie sprechen. Was will er denn auch von dem Kind? Ich finde, soll das Kind doch jetzt mal in Ruhe lassen. Nur 5 Minuten. So dann. Immer runter. Wohin denn? Vors Haus. Ich brauche Frau Kempe nicht mehr. Wollen Sie nach Hause gebracht werden? Erwin, bring Frau Kempe nach Hause. Ja. Ilse, du kommst mit uns, ne? Wir fahren weiter. Bleib noch einen Moment sitzen. Ja, komm. Kommissar, Tag Ilse, das ist fein, dass du uns besuchst. Willst du zu Siege, zu Horst? Herr Kommissar, wollen Sie hereinkommen? Warum läufst du denn weg, Ilse? Warum läufst du denn weg von mir? Als ich die Treppe raufkam, da hörte ich sie schon schreien. Hätte ich denn zusehen sollen, wie er das Kind totschlägt? Ja, aber ich kann doch kein Elfjähriger sein.